Reifenvergleich zwischen Pirelli und Bridgestone Slicks. Das ist, sage ich jetzt mal, eine der gängigsten Variationen, die ihr und wir und ich auf der Rennstrecke fahren. Viele fahren den Bridgestone, viele fahren den Pirelli. So, und jetzt vergleichen wir mal, nicht unbedingt Äpfel mit Birnen, aber wir vergleichen jetzt mal einen preis-leistungs-günstigen Hobbyfahrerreifen mit einem Pirelli, der doch eher auch in der IDM gefahren wird und vor allem der Big Size doch eine richtig, richtig krasse Nummer eigentlich ist. Und jetzt könnte man sagen, das ist unfair für den Bridgestone, aber so unfair ist es eigentlich gar nicht. Ich gehe darauf ein, jetzt komplett ohne Intro einfach durch, damit es mal wirklich... Wir haben auch keine Werbepartner für dieses Video, Entschuldigung dafür. Nee, Spaß beiseite. Letztes Jahr ging das los, dass Reifenlieferanten so ein bisschen Probleme hatten mit Lieferungen. Und wie viele von euch wissen, bin ich ja wirklich jahrelang Bridgestone gefahren, war sehr happy mit dem Reifen, die Preis-Leistung ist gut. Egal ob jetzt, also eine klare Vorderachse, den VM, und da habe ich auch immer den Soft genommen. Hinterachse bin ich Soft, Medium, 3LC, SM, XS oder SX, bin ich eigentlich alles gefahren. Und ich bin mit dem Bridgestone echt an extrem vielen Rennstrecken unterwegs gewesen, habe auch viele, viele schnelle Rundenzeiten damit gefahren und habe den Reifen eigentlich schon zu schätzen gewusst. So, und dann ging das letztes Jahr so ein bisschen los mit den Lieferschwierigkeiten und so weiter. So, und dann habe ich mal keine Bridgestone mehr zur Hand gehabt. Und dann hatte der Händler an der Rennstrecke hatte halt nur den Pirelli Big Size. Also Big Size, für die, die es nicht wissen, der hat halt größere Dimensionen, ist auf der Vorderachse ein 125er, auf der Hinterachse ist es auch ein 200er, aber hat halt einen höheren Querschnitt, also einfach ein größerer Reifen, deswegen Big Size. Und um es kurz zu fassen, der Reifen sollte halt angeblich mehr Grip haben. Und das hat er. Und dann habe ich den Reifen gefahren und habe festgestellt, erst einmal übers Vorderrad, dass der Pirelli Big Size eher gefühlt unstürzbar ist und extrem zielstrebig auf der Bremse zum Scheitelpunkt fährt und das gefühlt will der gar nicht viel genug Druck bekommen. Der Bridgestone kann das schon auch sehr gut, aber ich denke, wenn es richtig, richtig schnell wird, dann hat das Bridgestone-Vorderrad da ein paar Probleme. Dass es den letzten Meter oder die letzten Meter zum Scheitelpunkt auf der Bremse fängt das Bridgestone-Vorderrad dann irgendwann, aber das ist schon echt extrem schnell. Also das ist dann schon 1,47, 1,30 in Rijeka, 1,47 in Jerez und so Sachen. Ich kann mich erinnern, da haben wir mit dem Hobelsberger das Video gemacht. Da hatte ich einen Bridgestone drauf, da sind wir 47 oder so in Jerez gefahren und da sieht man an manchen Kurveneingängen, speziell an Kurve 2, schon wie der Lenker am Eingang auf der Bremse, noch stark auf der Bremse, schon in tieferer Schräglage, der Lenker schon anfängt so zu walken und da merkt man echt, dass das Bridgestone-Vorderrad da schon langsam sagt, so, alter Kollege, jetzt ist hier schon langsam Feierabend. Und es darf dann auch sein, weil es ja doch auch jetzt kein IDM-Reifen ist, sondern für einen durchschnittlichen Hobbyfahrer einfach ein guter Reifen ist und dafür ist die Preis-Leistung echt nicht schlecht. Was ich an dem Bridgestone auch immer geliebt habe, ist dieses direkte Einlenken. Der ist sehr spitz. Ne? Wenn man den nicht gewohnt ist, dann ist man teilweise zu früh am Einlenken im Gegensatz zu vorher. Das ist mit dem Pirelli nicht so. Der ist nicht so spitz. Der ist ein bisschen träger im ersten Moment, wo man einlenkt. Aber der Moment auf der Bremse, sprich wenn der Reifen den Druck abbekommt, hat man das Gefühl, dass der Reifen das mag und will halt mit diesem gehaltenen Druck zum Scheitelpunkt führen. Also da ist der Pirelli wirklich im oberen Rundenzeitbereich am Vorderrad wirklich enorm. Ich habe verschiedene Mischungen gefahren. Ich habe SC1 und 2 gefahren vom Pirelli Big Size. Das ist jetzt einer aus der IDM. Da habe ich vom 50 und vom Leon ein paar gebrauchte Reifen gekriegt, die ich getestet habe. Die sind teilweise bei denen nach 10 Runden schon runterkommen, nach so einem Rennen oder nach dem Qualifying. Und somit habe ich da ein paar Mischungen gehabt zum Durchprobieren. Mir hat in der Regel der SC1 gereicht von der Stabilität her. Der SC2 ist noch stabiler. Den soll man angeblich mit der BMW brauchen. Kann ich nicht beurteilen. Ich bin mit der Yamaha beides gefahren. Der SC1 war vielleicht nicht ganz so direkt wie der SC2. Vom Grip her habe ich beide nicht ans Limit gebracht. Bin auch damit nie gestürzt. Von dem her, macht schon Spaß irgendwo. Was mir persönlich optisch auch gut gefällt, ist bei dem Big Size, dass man den halt bis raus über die Kante fährt und es halt so ein glattes Bild ergibt.
ist halt bei den anderen, bei den 120ern nicht der Fall, sondern hast halt immer so einen kleinen Restangststreifen. Außer du fährst so schräg, dass du so selbst den wegbringst, kenne ich auch Leute, muss es aber eigentlich nicht sein. Das ist, denke ich, auch der stärkste Vorteil von Pirelli gegenüber dem Bridgestone, dass einfach in den letzten 1-2 Sekunden, und da rede ich wirklich Rijeka 1,30, Pannonia 1,56 und so weiter, in dem Bereich, da wird der Reifen wirklich entscheidend. Alles andere kannst du auch wohl getrost den Bridgestone fahren. Und da geht es aber noch weiter, warum 1,56 im Pannen und so weiter. Ne? Bin ich mit dem Pirelli gefahren, muss ich dazu sagen. Dann Hinterrad. Hinterrad war beim Pirelli immer ein Riesenproblem bei den älteren Reifen, bei den älteren Mischungen. Die waren relativ schnell unten. Das heißt, sie waren relativ schnell unkontrollierbar, selbst wenn noch viel Restprofil drauf war, waren die trotzdem so, dass sie auf einmal kein Feedback mehr gaben, kein Grip mehr hatten, unkontrollierbar wurden und. Dieses Problem bei Pirelli ist weg. Auch der SC1 als SC1-Mischung, der Soft Medium, hält viel länger und ist auch viel unkomplizierter, was die Temperaturen anbelangt. Das war früher eine Katastrophe. Früher hatte der ein ganz schmales Temperaturfenster. Mittlerweile ist das ein bisschen besser geworden und der verzeiht mehr. Also du kannst auch in kühleren Temperaturen mittlerweile den SC1 fahren, vor allem als schneller Fahrer. Das ging damals nicht. Und auch habe ich das gesehen, als ich die gebrauchten Reifen gefahren bin. Ich konnte die viel weiter runterfahren, das Profil viel stärker runterfahren und trotzdem ging das noch, war noch kontrollierbar. Nichtsdestotrotz ist die Lebensdauer vom Bridgestone immer noch doppelt so hoch gefühlt und dann konstanter. Natürlich, der Pirelli ist nach wie vor sehr im Verhältnis zum Bridgestone sehr empfindlich, was die Temperatur-Mischungsverhältnisse anbelangt. Also es gibt nicht umsonst SC2, SC1, SC0, SCX und SC3. In dem Fall ist es so, wenn es kühl ist, SC3, wenn es wärmer wird, SC2, also wenn es immer noch kühl ist, SC2, wenn es ein bisschen wärmer wird, SC1, wenn es heiß ist, SC0 und wer eine Qualifying-Runde im Heißen fahren will, SCX. Und der SCX geht in der Regel nicht beim Kalten, außer 5 Runden und dann ist er Forze. Von dem her, man muss da schon schauen, dass die Temperaturen passen. Für einen Hobbyfahrer, der im mittleren Rundenzeitbereich sich bewegt, ist das sinnfrei, meiner Meinung nach, weil der Preis-Leistungsfaktor Schwachsinn ist, weil der müsste Vormittagen SC2 fahren, Nachmittagen SC1, Preis-Leistung ist Arsch, muss man ganz ehrlich sagen. Ist bei Bridgestone deutlich besser, weil es da eigentlich fast egal ist, ob ich jetzt ein Medium oder ein Soft nehme, der funktioniert irgendwie bei allen Temperaturen. Bei Bridgestone ist es aber umgedreht, dann nehme ich auf der Hinterachse den Soft im kälteren Bereich und den Medium, wenn es richtig heiß wird, oder so mittendrin auch den 3LC SM. Nichtsdestotrotz, diese drei Mischungen bei Bridgestone funktionieren aber fast in allen Temperaturbereichen und fast auf allen Rennstrecken. Außer, dass der Medium von Bridgestone auf der Hinterachse in Brünn ein bisschen besser funktioniert als der Soft, ist mein Empfinden, haben auch schon mehrere bestätigt, oder in Almeria der Medium auch besser funktioniert, wenn es richtig heiß ist. Das merkst du schon, also es sind Nuancen, aber da auch wieder erst relevant, wenn es richtig schnell wird. Aber im mittleren Hobbyfahrersegment, ob du da ein Soft oder ein Medium nimmst, das ist eigentlich nur noch nach eigenem Empfinden. Was fühlst du subjektiv besser? Aber du kannst mit beiden eigentlich nichts verkehrt machen, das ist beim Bridgestone das Schöne. Und die reißen auch nicht auf, selbst wenn du mal ein Fahrwerkdefizit hast. Ein aufgerissener Bridgestone, da muss schon echt viel fehlen. Das gibt es bei Pirelli halt extrem schnell. Sobald A, das Temperaturfenster nicht passt, B, das Fahrwerk nicht hundertprozentig passt, hast du sofort einen aufgerissenen Reifen, hast 260, 280 Euro, 300 Euro mittlerweile, ich weiß gar nicht wie viel, das ist abartig, einfach genommen und hast vom Fenster rausgeschmissen. Deswegen für einen mittleren Hobbyfahrer, Pirelli Big Size, ganz ehrlich, würde ich nicht empfehlen. Würde ich beim Bridgestone bleiben? Klar, ich weiß, im Moment sind es keine lieferbar, wie auch immer, aber ich vergleiche jetzt auch nicht andere, sondern eben Pirelli und Bridgestone. So, dann habe ich das Pirelli Big Size Rad das erste Mal gefahren letztes Jahr und habe das schon gemocht, vor allem, weil der Grip von diesem Big Size Hinterrad wirklich vor allem die ersten 5 Runden schon heftig ist. Der hat gefühlt weniger Wheelspin mit der Bridgestone, gereift sich mehr ein. Ich habe gesagt, es fühlt sich an wie
ein Motocross-Stollenreifen, der in so einem leicht lockeren, feuchten Gelände irrsinnig viel Grip hat. Also das greift sich ein, das Moped dreht sich leicht in einen Slidewinkel und bleibt dann kleben und schiebt sich quer raus und macht irrsinnig viele Meter. Das habe ich beim Pirelli echt gemacht und konnte viel übers Hinterrad fahren. Zum einen viel übers Vorderrad beim Reinfahren, weil du viel Vertrauen zu diesem Big Size Vorderrad hast, weil es einfach breiter ist und mehr Stabilität bietet. Zum anderen aber auch das Hinterrad enorm viel Grip hat. Aber das Ganze halt wirklich überaus nur die ersten 3-4 Runden und dann droppt es relativ schnell und dann sind wir relativ schnell wieder auf einem Niveau, wo dann der Bridgestone auch ganz gut mithalten kann. Also wo ich dann nicht recht, also ich zumindest mit meinen Rundenzeiten, mit dem Bridgestone nicht recht viel langsamer war. Der Meinung war ich zuerst nicht. Ich bin den Pirelli dann ein paar Mal gefahren, habe auch SC0 und SCX probiert, bin dann mit dem SC0 am Pannoni-Ring auch die 1,56 gefahren im Rennen und dachte mir so, hätte ich jetzt einen Xer gehabt, wäre vielleicht noch eine Sekunde gegangen, ich weiß nicht. War irrsinnig interessant und habe das eigentlich immer so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, wenn so die langen Stints und über den Tag auskommen, bin ich dann wieder Bridgestone gefahren, habe dann auch die Handlichkeit vom Bridgestone wieder mehr geschätzt, im Gegensatz zum Pirelli und habe mich dann ein bisschen über den Wheelspin vom Bridgestone geärgert, ich komme nicht so aus den Ecken raus und war dann der Meinung, okay, Pirelli, Bridgestone, eine Sekunde. Das war so mein Fazit. Und das aber dann wiederum verworfen wurde, indem ich letztes Jahr in Rijeka die 1,29 gefahren bin, diese extra mit einem neuen Satz Pirelli Big Size gefahren bin und dann am Nachmittag nochmal einen neuen Satz Bridgestone zur Verfügung hatte, wo ich mit dem Mattes zusammengefahren bin und dann mit dem Bridgestone nochmal 29 gefahren bin. Dann denke ich mir, okay, also im Rijeka war ich mit dem Bridgestone genauso schnell wie mit dem Pirelli. Und der Pirelli hat ein bisschen mehr Grip übers Hinterrad gehabt, aber der Bridgestone war ein bisschen wendiger und von dem her war es dann irgendwie wieder gleich. Im Brünn würde der Vergleich wahrscheinlich anders aussehen, also extrem komplex. Fazit für mich, sind beide tolle Reifen. Wenn ich auf eine Rennstrecke komme, wo ich ein Jahr nicht mehr dort war und da erst einmal fahren möchte, um mich selbst wieder zu adaptieren, dann würde ich da erst einmal und Satz Bridgestone kaufen, mit dem wäre ich echt happy. Und dann würde ich aus Interesse bei einer Qualifying-Simulations-Lab gerne mal einen Pirelli einstecken. Also vorher Bridgestone, beim Ankommen, mit dem weiß ich, kann ich im Hinterrad, Bridgestone kann ich den ganzen Tag fahren. Der Einsteiger-Hobbyfahrer, mittelmäßige Hobbyfahrer kann mit dem Bridgestone-Hinterrad 2 Tage fahren oder 3 Tage fahren. Ich kann mit so einem Hinterreifen 1 Tag fahren, was echt gut ist. Es geht zwar dann im letzten Turn schon ziemlich slidig, aber es ist kontrollierbar. Vor allem, ich muss nicht die ganze Reifen wechseln. Mit Pirelli musste ich halt wirklich, also Pirelli-Hinterrad, sage ich mal, 3 Turns, dann ist Feierabend. Dann bin ich da, wo ich mit dem Bridgestone am Ende des Tages wäre. Das ist schon ein ordentlicher Preisunterschied. Vor allem, wenn ich an der Strecke noch viel selber machen kann, am Fahrerischen, dann muss ich nicht unbedingt den Pirelli verheizen. Viel zu teuer. Aber dann ist es schon interessant, einen Vergleich zu haben und dann auch mal einen Pirelli reinzustecken und schauen, was geht denn jetzt? Was kann der jetzt besser auf der Rennstrecke und die Erfahrung sammeln? Und ich bin auch der Meinung, dass jeder von euch das mal machen sollte. Auch wenn es natürlich nicht Sinn ergibt in den Rundenzeiten, für das macht es keinen Sinn, jetzt den Pirelli zu kaufen, wenn du mittelmäßiger Hobbyfahrer bist, weil das ist eigentlich teilweise wirklich Perlen vor die Säue. Nicht böse gemeint, aber es ist einfach zu teuer. Nicht für den Zweck der Rundenzeit, aber für den Zweck des Interesses würde ich es mal machen, damit du mal einen Vergleich hast. Das schadet auch grundsätzlich nicht mal, andere Reifen zu fahren, um einfach mal einen Eindruck davon zu haben. Also ich beschäftige mich momentan mit 2 Reifen, einmal mit Bridgestone, einmal mit Pirelli, aber hauptsächlich der To-Go-Reifen ist der Bridgestone und da weiß ich, da kann ich nichts verkehrt machen, Mischung, Temperatur, Rennstrecke, völlig egal. Nichtsdestotrotz, und da warte ich sehnsüchtig drauf, Bridgestone bringt jetzt ein neues Vorderrad, das kommt jetzt die nächsten Wochen, soll eigentlich schon da sein, ist verzögert, es ist ein breiteres Vorderrad und es kommt auch nächstes Jahr ein anderes Hinterrad dazu. Und Bridgestone musste was machen, wo ich bin echt heiß drauf, weil ich denke mal, wenn die Performance von Bridgestone noch ein bisschen besser wird, ne, also diese Sekunde vielleicht rauszufiltern zum Pirelli, dann ist es echt wieder
interessant, was da am Reifenmarkt passiert. Und Fakt ist ja eins, die Reifenhersteller können das ja. Es ist ja nicht so, dass Bridgestone keinen besseren Reifen machen könnte, als den ich hier darlegen habe. Man sieht es in der EWC, man sieht es, was sie damals in der MotoGP gemacht haben. Es ist nur die Frage, was davon geben sie aus und was davon geben sie für den Käuflichen und was können wir bezahlen? Das ist ja das Nächste. Aber Fakt ist, und das haben sie schon mehrfach bewiesen, alle Reifenhersteller können das. Es ist nur die Frage, was, ne? Mit welchem Preis kannst du es bezahlen? So ein EWC-Reifen von Bridgestone kostet Satz 1100 Euro, wenn du ihn kaufen könntest. Oder mehr, ich weiß nicht. Also so ein kleiner Einblick in das, was ich reifentechnisch mittlerweile herausgefunden habe für euch. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen so ein bisschen interessant, hat so ein bisschen Einblick gegeben in das Ganze, was ich so fahre, um vielleicht so den einen oder anderen Tipp. Ja, schreibt es gerne in die Kommentare, teilt das Video mit euren Freunden. Abonniert natürlich auch den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen.